dann muss der BND-Chef aus der Ukraine fliehen, weil er nicht mitgekriegt hat, dass die Russen einmarschieren. So scheint es gewesen zu sein. Ist doch eine peinliche Angelegenheit, oder? Ich will nicht sagen, dass es wirklich peinlich war. Es kann sein, dass einfach die Lage sich plötzlich verändert hatte. Die Amerikaner wussten es, haben wir gerade erfahren. Also ich glaube, der amerikanisch-deutsche Informationsaustausch funktioniert auch sehr gut, gerade in so einem Feld.